Hallöchen, ihr Lieben, erfolgreich hier im letzten Tod hier. Jawohl, Feuermagie. Wie auch immer. So. Was hat er uns denn eigentlich gegeben dafür? Das habe ich schon wieder vergessen. So, was hat er? Dann sammeln wir jetzt hier ein ganz schlecht. Was bewirkt das denn? Oh, okay. Das wäre eigentlich was für unseren anderen, für den hier. Ja, du hast keine Chance. Ach ja. Ach ja, das stimmt. Wie viel Geld kriegt man eigentlich am Tag? Ja, 2500 ist okay. Warum? Hier, komm. Du hast einen Fehler gemacht, dass du hier oben drin warst. So, wir wollten auf jeden Fall mit dir schauen. Ja. Auf den. Auf den. Auf den dort. Oh, nur ein. Du wartest. Hier ist auf diese dort. Du wartest hier zurück. Oh! Habe ich sowas wie wiederbeleben? Nee. Warum? Warum ist denn sein Angriff so stark? Seine Magie. Ja gut, uns Magie ist auch stark, aber warum? Dass das reicht. Aber er kann ja mega krass zaubern. So, dann nehmen wir uns hier mal die BMOs mit. Das Stück dabei. Und so. Das nehmen wir auf. Ich rechne ihn jetzt an. Das wird. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wir warten mal hier.
Er hat sich weggezaubert. Na, das war die Katze. Ich hoffe, ihr hört sie nicht. Also ein Hund, oh Mann. Warum machen die jetzt schon wieder so einen Krach? Die ganze Zeit hat so schön funktioniert und jetzt auf einmal fängt der Kater wieder an. Ich weiß, also ich hatte es schon mal in den Hand, das ist total gehört. Nein, ich bin kein Teamfehler. Jetzt ist gut, ja, ich freue mich, wenn wir dabei sind. Den geht's mit. Gegebenenfalls müssen sie immer mal fasten, aber einfach nur, zum Beispiel, meine Schwester hat jetzt auf die aufgepasst, weil wir unterwegs waren. Und die Mutter kriegt sie immer abends irgendwas nass. Ja, meine Schwester hat den Fuß nass verlegt, das heißt, abends gab es dann nur trocken. Aber das ist okay, das ist nicht schlimm. Ach, da bist du ja schon wieder. Wow. Ja, okay. Jetzt habe ich überlegt, ob ich die mir jetzt schon geholt habe. So, du wartest und du baust dann demnächst das Ding. Was gibt's denn eigentlich jetzt gerade hier noch an? Hey, der kann zaubern. Der hat Zauberei als Spezialität. Wieder abgehauen. Aha. Zack. Ja. Intelligenz. Mehr. Zauberpunkte. Ja, das bleibt doch. So. Was gibt's hier? Erdmagie. Warum macht er das? Nö, geht weg. Du wartest? Ja, hier ist ein... Ja, nö. Und hier war was ganz toll. Und warten. Ach, warum? Wir laden nochmal schnell neu. Ganz einfach, weil wenn der unser Festung hier unten angreift, wenn wir hier den Zauberer haben, dann bekommt er Schaden. Gibt es denn hier irgendeine Einheit zur Verfügung? Nein, das hat er sich alles mitgenommen. Okay. Ein Buch hast du ja, weil du hast ja Zauberei. Deswegen bleibst du einfach. So, hier machen wir halt ein bisschen Schaden, wenn wir zum Türm machen. Ist aber mal klar. Ach. Reicht nicht ganz. Weil er wird jetzt zaubern lassen. Ist aber nicht so schlimm.
Dormir mal, selbst schon. Ah, ja, genau, stimmt, der ist auch gut. Okay. Das gefällt mir, wenn er keine Angriffszauber nutzt. Sehr schön. Ah, okay. Patrick hat Glück. Nee, Moral. Keine Auswirkung. Und er hat wieder gedacht, ah nee, guck mal, hier ist noch einer drin. Dann ist bestimmt der da drin, der jetzt krassen Zauber. Warum? Und vor allem, was ich auch nicht verstehe, warum machen wir momentan so wenig Schaden? Habe ich vergessen, ihm die ganzen Dinger mitzugeben? Die ganzen... Ja, dann... Gut, das geht's. Ja, das ist halt die Zauberer, also die ganzen Bewohner von dem Turmstand, können halt alle mega zaubern. Die haben alle unheimlich starke Zauberskills. So, Angriff. Ja, die haben wir eben nur geschenkt bekommen. Oder wollten haben wir gekauft. So. Also ich musste unheimlich hohe Verteidigung gehabt. Hier kommt. Mystik? Ja, der wird es bestimmt werden. Ganz einfach. Mystik. Zauberpunkte sich wieder regenerieren.
Und dann guckst du gleich mal da hoch. Hier hat man gesagt, den nehmen wir uns. Und du bleibst einfach nur hier. Du hast einen Zauberhof, ja. Sind keine weiteren Einhaber zur Verfügung. Bauen wir mal das. Da gibt es ein paar Wasserspeier mehr. Und hier holen wir uns mal die Einheiten, die uns zur Verfügung stehen. Du wartest. Ja, hä? Okay. Okay. Das wird jetzt wieder ein harter Kampf. Oh ja, bitte. Der Stein. Das war Ina, oder? Wir haben die ganze Zeit schon gesehen, dass man rumflitzt. Oh, bitte. Ja, das wäre ich. Aber drei! Bitte! Wir dürfen das Artefakt nicht verlieren. Die Artefakte. Weil. Jörg ist jetzt nicht gestorben. Sondern er, aber er hat die Artefakte bei sich. Okay. Spannend. Oh, hier steht ja auch noch drin. Nö. Dann gehen wir. Ups. Einfach so wieder hier hoch. Oh. Du wartest da unten drin. Und hier oben. Das wird dann nochmal wieder zetteln und schauen, was für unsere Einheiten wir haben. Du wartest so. Ach. Nö, dann geh ich da. Ach, warum? Nein. Nein. Ja, wir haben verloren. Die schönen Ruhe. Vielleicht machen wir sogar den. Da oben wird nichts gebaut. Ja, na klar. Yeah.
Eine. Sie ist jetzt da drin. Nö. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist krass gerade. Einfach nur schockiert, begeistert. Ich weiß gar nicht, was alles gleichzeitig sein soll. Ja, und du wartest da oben auch. Ja, die rüstet da mal auf. Ich überlege gerade, ob ich den Gegner einfach Gegner sein lasse. Und einfach mal nur wirklich danach gucke, dass ich hier unten reingehe und so weiter. So lang. Hier dann. Jetzt muss ich hier noch in den Underground. Das ist gerade echt meine Überlegung, weil. Ah, was soll denn gegen Gegner sein? Hier rumrennen oder nicht? Solange er nicht ankommt und ich wirklich nur das. Ist das doch erstmal für mich okay, glaube ich. Die hier sind halt nur. Lots sind's mittlerweile. Ach ne, wenn es die ganze Zeit schon. Ich glaube, ich will es nicht machen. Komm, das probieren wir jetzt. Das klingt nach einem Plan. Ich weiß nicht, wie der ist, aber es klingt erstmal nach einem Plan. Dazu gehen wir hier schon mal lang. Ein Pack sind 11 bis 20. Das wäre irgendwie auch viel zu stark. Und so. Ist aber möglich. Ich habe gleich gesagt, nö, das muss hier York machen. Der muss da unten den Durchgang freischalten. Ja, dann ist es aber so. Dann ist es aber auch okay. Läuft er halt damit. Die sind dort. Muss er bestimmt auch. Gehe ich ganz stark davon aus. Okay, also ich muss da oben das echt freischalten lassen. Er versucht echt mich da oben anzugreifen. Warum? Bist du so stark? Ja, okay, wir müssen vorne. Diese dort. Sehr schön. Warten. Auf diese dort. Warten. Schon spannend. Weil normalerweise schafft er das doch nicht. Ach, warten.
wartest. Wartest. Gut, aber solange ihr nur die Blitzen nicht sauber macht, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Da er mich dann nicht angreift. Ja, was Zauber will ihr mehr Bauchschmerzen bereiten. Ja, warum? Ja, mach ihn weiter. Ein totaler Schwachsinn. Warum hat er mich angegriffen? Oder warum greift er mich? Was macht er für sinnlose Zauber? Und weg mit euch. Also erfolgreich unsere Burg hier oben verteidigt. Diese Angriffe Blödsinn. Also das weiß ich, verstehe ich, warum ihr das gemacht habt. So. Okay, jetzt kann es sein, dass ihr ihn zum Kampf. Werden wir sehen, was hier passiert. Doch, macht sie wohl. Das könnte er doch. Das wird er doch, auf jeden Fall. Weil, ach, die Scheiße, die hat er nicht. Die kann der. Und ich weiß nicht, die muss ja. Ich weiß nicht, was sie für Artefakte hat. Oder für Skills, weil guckt euch mal die Verteidigung an von denen. Wir machen hier kaum Schaden. Übelst krass. Und die kann auferstehen, oder was für ein Scheiß. Steinwurf, Verteidigung stärken, klar. Ihr habt ja nicht genug. Ach, 100 Schaden. 50. 35. 35 ist schon noch. Nein. Ja, da liegen noch. Drei. Na klar. Doch bitte. Was ist das denn?
Also, auch zum Ende dieses Parts haben wir mal wieder unsere Bock verloren, das Spiel verloren, weil wir Jörg verloren haben. Ach Mann, ich muss mir dringend was einfallen lassen. Mal schauen, an welcher Stelle wir stehen zu Beginn des nächsten Parts. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.